Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da hinten im Hintergrund seht ihr schon was, denn das wird das größte und aufwendigste Projekt, was ich in meinem Leben bis jetzt gebaut habe. Aber dazu gibt es gleich mehr. Also bleibt auf jeden Fall dran, dann zeige ich euch, was es da hinten mit diesem komischen Anhänger auf sich hat. Noch eine Kleinigkeit zu zwei technischen Sachen. In der letzten Folge Neuigkeiten war leider der Autofokus ein bisschen blöd. Oder ich war zu blöd und habe ihn aus Versehen umgestellt. Jetzt müsste es aber besser sein, denn ich sehe, dass die Kamera mich da jetzt im Fokus drin hat. Und ich filme auch die heutige Folge Neuigkeiten mal wieder mit meinem alten Mikrofon. Denn langsam ist in der Werkstatt hier so viel drin, dass der Hall nicht mehr so schlimm ist. Und das ist teilweise ein bisschen entspannter zu filmen, weil ich da nicht jedes Mal mein Mikrofon-Setup hier neu reintödeln muss. In der letzten Woche habe ich einiges gemacht. Hier seht ihr auch schon ein Projekt. Ich glaube, das habe ich euch in der letzten Neuigkeit noch nicht gezeigt. Auf jeden Fall baue ich im Moment ein Schachbrett. Da will ich so ein bisschen mit Epoxy rum experimentieren. Ihr seht schon hier, dass die Karofelder immer jedes zweite halt aus Epoxy schwarz gegossen ist. War ziemlich interessant, das bis jetzt schon zu bauen. Ich habe auch schon einiges gelernt, aber ich habe noch ein bisschen mehr mit Epoxy als rum experimentiert. Das, was ich da gesehen habe, war ein Projekt oder ist ein Projekt, was ich auch bauen werde. Das ist noch nicht ganz fertig, da kommt noch eine klare Schicht Epoxy drüber. Warum drehe ich mich jetzt schon von der Kamera weg? Dahin liegt aber noch ein Test, den zeige ich da jetzt noch. Wie gesagt, ich experimentiere so ein bisschen rum, was halt geht und was halt auch Spaß macht. Hier seht ihr jetzt so ein Gussteil. Ich habe es hier dann die Form reingemacht. Das geht doch eigentlich schon raus. Ich habe es aber eigentlich wieder in die Form reingemacht, weil es noch so ein bisschen gummiartig ist. Hier seht ihr die Unterseite und das hier ist relativ spezielles Epoxy und zwar könnt ihr damit bis 5 cm Dicke gießen. Das mache ich mit der Firma Timeout zusammen, das bedeutet, die stellen mir einfach die Produkte und dann kann ich halt hier solche coolen Dinge bauen. Das ist auch ein Teststück, da wollte ich einmal mal sehen, wie das aussieht. Eventuell wird das dann auch ein Projekt, aber das hier war wie gesagt erstmal zum Testen, damit ich so ein bisschen mit den Materialien klarkomme, auch wie man das hier schön rauslösen kann. Ist auch ein bisschen spezieller. Ich habe aber noch einen Test gegossen. Diesen anderen Testguss seht ihr hier. Da wollte ich einmal mal testen, wie gut das Ganze auch hier in so einer größeren Form funktioniert. Das hier ist noch nicht wirklich hart. Wie gesagt, das dauert hier relativ lang. Das dauert so in etwa eine Woche, weil es hier drin relativ kühl ist im Moment. Aber das hier habe ich auch gegossen. Cooles Material. Hier ist halt das Spezielle an dem Zeug eben, dass das bis zu 5 cm Dicke gegossen werden kann. Das liegt halt eben einfach daran, dass die Härtezeit ziemlich langsam ist. Das bedeutet, es dauert so 12 Stunden, bis es anfängt zu erhärten, dass ihr da nichts mehr aufgießen könnt. Aber das hat halt eben den riesen Vorteil, dass die ganzen Luftblasen da drin, dass die ohne Unterdruck- oder Überdruckkammer dann direkt schon rausploppen, einfach weil sie Zeit haben, nach oben hinauszusteigen. Ihr habt es ja gesehen, hier waren gar keine Lufteinschlüsse drin und bei dem anderen Teil auch nicht. Da hinten im Hintergrund seht ihr ein richtig geiles Projekt und zwar meinen Schiebetisch, den seht ihr aber gleich. Wir gehen davor aber kurz noch auf einen Kommentar vom lieben Thomas Schaf ein. Ich blende ihn euch hier ein, der ist nämlich relativ lang, aber ich fasse mal so zusammen, was er geschrieben hat. Erstmal Thomas, vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Ich nehme das schon als Kritik, aber auf keinen Fall als schlechte Kritik. So viel mal dazu. Zusammengefasst hätte der Thomas halt eben gerne, dass ich die Sachen, die ich auf Instagram hochlade, auch irgendwie auf YouTube hochlade. Kann ich nachvollziehen. Man muss sich halt eben für jede Plattform immer ein eigenes Konto erstellen. Finde ich auch blöd. Also je nachdem, was es für eine Plattform ist, was manchmal auf YouTube oder was auch immer angeworben wird, würde ich mich da auch nicht anmelden. Aber die Dinge, die ich auf Instagram hochlade, die sind halt immer 24 Stunden lang online und dann ist es auch eigentlich gut, dass sie weg sind, weil manche Sachen lade ich dort auch hoch, die man gar nicht für immer sehen soll. Instagram ist auch eher in meinen Augen so, dass man die Leute jetzt up to date halten kann, was man gerade tut. Und es ist dann eigentlich egal, was man vor 5 Wochen gemacht hat, weil es geht halt eh nur um die Sachen, die man gerade up to date halt eben tut. Kleines Beispiel, ich habe hier dieses Teil hergestellt. Das ist von meinem Schiebeschlitten, die Klemmschraube quasi, oder Mutter. Da habe ich halt einfach auf Instagram so ein paar Stories hochgeladen, dass man sich da so ein bisschen berieseln kann, so von den Dreharbeiten. Ich schaue mir das mal selbst ganz gerne an. Und das sind halt eben Sachen, die ich auch auf YouTube bringe, so zum Teil, ne? Also da sind ja auch Videoaufnahmen dann dabei, wie ich das Ganze halt herstelle. Also ich bringe das schon so ein bisschen zusammen, YouTube und Instagram, aber Instagram ist halt, es ist halt wirklich ein anderes Konzept. 24 Stunden lang bleibt eine Story online und dann ist sie halt eben auch weg. Wie gesagt, teilweise lade ich da auch die Dinge hoch, wo wir da irgendwo mal rückwärts einen Berg hochgefahren sind oder. Da bin ich auch eigentlich manchmal ganz froh, dass es dann nach 24 Stunden wieder weg ist. Also Thomas, ich bringe ja schon teilweise ein paar Dinge von Instagram, wie zum Beispiel hier dieses Teil in einem Projekt halt eben dann vor. Aber auf Instagram ist es dann halt eben nochmal zusätzlich, dass man halt eben direkt sieht, was ich gerade baue und man dann halt auch da ein bisschen in Interaktion treten kann.
Denn die Leute, die mir schon auf Instagram geschrieben haben, vielleicht könnt ihr das ja auch in die Kommentare schreiben, denen habe ich wirklich mitunter, ich würde mal sagen 90% wirklich allen immer geantwortet. Und da hat man halt eben die Möglichkeit, direkt in Kontakt zu treten. Also deswegen wird das alles erstmal so weiterlaufen. Das bleibt alles so, wie es ist. Genau, weil es in meinen Augen, Instagram ist halt ein komplett anderes Konzept wie YouTube. Das will ich damit sagen. Aber wie gesagt, Thomas, vielen lieben Dank für deinen Kommentar und deine Anregung. Und ich lege schon Wert drauf, dass ich teilweise die Instagram-Dinge auch eben halt in meine YouTube-Videos bringe, wenn es dann sowieso nicht Teil von einem Projekt ist. Dann ein kleiner Hinweis, es gab die letzte Woche wirklich einige Videos wieder auf meinem Werkzeugcheck-Kanal. Kurz zum Prinzip von diesem Werkzeugcheck-Kanal. Da geht es halt zum Teil einfach darum, Dinge zu zeigen. Wer von euch kennt es nicht, man kauft sich irgendwas auf Amazon und hat sich einfach davor ein Unboxing angeschaut. Unboxing ist nochmal ein Unboxing, da sagt man eigentlich gar nichts dazu, sondern packt nur etwas aus. Mir geht es halt wirklich auf diesem Werkzeugcheck-Kanal darum, Dinge, von denen es eigentlich nur Videos gibt, eigentlich nur Bilder gibt, dann halt auszupacken, dass man es einmal als Video gesehen hat. Ja, ich habe da Affiliate-Links drunter und das ist auch so ein bisschen ein Konzept dahinter, aber ein kleines Beispiel. Ich habe mir vor kurzem ein Video angeschaut, wo das Thema Beizen wieder behandelt wurde und da wurde dann auch echt super lange über das Thema Bürste gesprochen, welche Bürste jetzt gut ist, um halt eben eine Oberfläche vorher zu, wenn man so beizen möchte, um sie zu bürsten. Und da habe ich auch auf YouTube eingegeben, Bürste zum Beizen. Da kam nichts und aus dem Grund habe ich halt eben jetzt selbst ein Video gemacht. Und wenn man es jetzt runterbricht, ist es halt eben ein Video von einer Bürste, das weiß ich, aber es gibt halt eben Leute, in dem Fall war ich sogar der Typ, der halt eben manchmal nach so etwas sucht, dass man zum Beispiel mal sieht auf dem Video, wie stark ist denn jetzt hier so die Bürste. Das ist so wirklich das Prinzip hinter diesem Kanal. Nochmal zum Thema Affiliate, also fast alles, was ich da jetzt gekauft habe, was ihr da gesehen habt, habe ich auch gekauft. Und ich habe mir jetzt wieder eine Drechselbank gekauft, damit ich einfach so ein bisschen von der Erfahrung sprechen kann, was ich mit der gesammelt habe. Jeder weiß wahrscheinlich, der meine Drechselvideos kennt, welche Drechselbank ich mir gekauft habe und warum das für die einen oder anderen interessant sein könnte. Auch bin ich ja so die ganze Zeit echt massiv gegen Handschuhe gewesen und jetzt habe ich mir Handschuhe gekauft. Und ey, die sind so geil, die sind günstig, die sind richtig geil. Wenn man damit ölige Dinge anpackt, dann bleibt das Öl da nicht dauerhaft drauf. Deswegen habe ich dir auch in der Folge Werkzeugcheck gezeigt, weil es in meinen Augen einfach richtig geile Handschuhe sind und ich halt vorher selbst noch nicht das Video zu diesen Handschuhen hier gesehen habe. Noch eine Sache. Ich habe mir eine Fächerscheibe im Baumarkt gekauft. Diese hier, die hat bald 5 Euro gekostet. Und da habe ich am gleichen Tag noch auf Amazon geschaut, was es da gibt. Und da hat hier die ganze Packung mit 20 Fächerscheiben, ich glaube 22 Euro gekostet. Und die habe ich halt auch gezeigt, weil es halt eben der Vorteil ist, hey, man hat die Fächerscheiben mal wieder gesehen. Ich habe dann halt auch in diesem Werkzeugcheck gesagt, hey, ich habe damit jetzt ein großes Projekt gebaut und so sieht die Fächerscheibe danach aus. Also für den einen oder anderen, der jetzt sich ein spezielles Video davon anschaut, ist es halt nicht interessant. Aber es ist auch nicht so ein Kanal, wo es wirklich darum geht, dass man den abonniert, dass man halt immer up to date ist. Es ist eher so ein Kanal, wenn man halt eben etwas braucht und man dann schaut, okay, gibt es davon ein Video, dass halt dann im besten Fall ein Video von mir zu diesem Produkt, was es dann vorher noch nicht als Video auf YouTube gibt, jetzt wird es kompliziert vom Satzbau, dass es das halt eben gibt. Das ist das Konzept und genau, das sind gute Fächerscheiben. Ja. Bring dir nur was zum Futter. Ah, warte, guck mal, jetzt können meine Zuschauer mal meine Vermieter sehen. Würde ich den Zuschauer irgendwas sagen? Viel Spaß, egal bei was. Stimmt, das sage ich mir alle. Super. Merci, ne? Ja. Mein Vermieter, der ist so cool drauf, ohne Witz. Richtig, richtig cool. Dann noch ein anderes Thema, Thema Strom. Ich arbeite jetzt ja im Moment tatsächlich immer noch mit einer Starkstromsteckdose in meiner Werkstatt und die ist im Moment noch ganz, ganz komisch abgesichert. Ganz, ganz komisch. Deswegen liegen hier auch überall noch echt viele Verlängerungskabel rum, was mich auch echt nervt. Aber es ist was angekommen, das halt eben die Stromsituation verbessern sollte. Jetzt ist es natürlich so, dass hier ist eine gemietete Werkstatt und ich gehe nicht davon aus, dass ich hier die nächsten 20 Jahre drin sein werde. Und was das Thema Strom angeht, will ich halt hier möglichst wenig Aufwand und vor allem Kohle reinbuddern, weil ich hier wahrscheinlich irgendwann wieder rausgehen werde. Deswegen habe ich hier für mich so die optimale Lösung gefunden und zwar sind das hier solche Stromverteiler. Das bedeutet, dass wir jetzt an 7 Stellen
Starkstromkabel hinlegen, auch mit einer Starkstromsicherung. Und hier hat man halt eben die Möglichkeit, zwei Maschinen einzustöpseln, sprich Kreissäge und vielleicht die Hobelmaschine. Und man hat dann noch gleich vier 230 Volt Anschlüsse. Ich habe hier noch eine andere Variante. Ich habe die Teile zugeschickt bekommen. Deswegen bekommt ihr auch einen kleinen Rabattlink unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch auch sowas sucht, also diese Teile hier, die kosten so um die 42 Euro. Und es ist halt schon geil, man kann eine Starkstromleitung legen, lasst halt vom Elektriker dann anklemmen und hat halt hier dann die Möglichkeit, direkt mehrere Maschinen zu betreiben. Wie gesagt, über mich bekommt er da so ein paar Prozente. Bekommt er ein paar Prozent, ist vielleicht ganz cool für den einen oder anderen. Und ich werde die Teile halt einfach in meiner Werkstatt verbauen, weil ich die dann halt auch beim Umzug, wenn das irgendwann der Fall sein sollte, mitholen könnte. Eine Sache will ich hier dazu sagen, wenn ihr sowas macht, natürlich pipapo drulala, immer mit dem Elektriker absprechen. Und das hier ist, was man noch dazu sagen kann, ein Mannbetrieb. Das bedeutet, hier laufen maximal zwei Maschinen gleichzeitig und das ist die Absauganlage und zum Beispiel die Tischkreissäge. Da werde ich natürlich schauen, dass die Absauganlage nicht immer an der Tischkreissäge läuft, dass dann halt über eine Leitung die ganze Zeit dieser ganze Bums läuft, sondern halt getrennt. Also das ist ein Ein-Mann-Werk, eine Ein-Mann-Werkstatt. Wenn ihr einen Betrieb habt mit fünf Leuten, ist das nicht so die optimale Variante. Aber überlegt es euch mal, wenn ihr zum Beispiel wirklich Starkstrom eurer Werkstatt braucht, lasst euch vom Elektriker eine Leitung legen und dann pöbelt ihr hier so ein Teil hier rein und dann habt ihr direkt zwei Starkstromanschlüsse. Ich finde es cool und deswegen wird es wahrscheinlich auch bald mit dem Strom hier so richtig weitergehen. Dann kann ich mit Stolz noch was sagen, was ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet, denn ich mache ja noch vieles nebenbei zu YouTube, weil nur YouTube, nix Kohle, nix genug Kohle. Hier diese Reinigungsgummis. Ich packe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Das sind meine Reinigungsgummis. Ich zeige das mal kurz. Also kurz vorab, wenn ich das euch jetzt zeige, da sieht man den Effekt nicht so krass, weil das Band hier halt 7 Meter lang ist und beim kleinen Bandschleifer sieht man es halt eher. Neue Produktbilder sind jetzt gerade erst hochgeladen, also schaut euch am besten den Link an. Da findet ihr dann auch mal ein Bild, wie es aussieht, wenn man das auf dem Bandschleifer draufhält. Hier auf dem Langband sieht man es nicht ganz so arg, aber ich zeige es euch jetzt erstmal. So, da komme ich, lasse euch auf den Start. Alles klar. Hier seht ihr jetzt die Abnutzung vom Reinigungsgummi und ihr seht, das Schleifband ist jetzt schon ein gutes Stück sauberer. Das soll bedeuten, wenn ihr einen Bandschleifer habt, dann kann ich euch dieses Ding nicht empfehlen, weil es von mir ist. Ich kann es euch einfach grundsätzlich empfehlen, weil ihr eure Bandschleifbänder ein gutes Stück länger benutzen könnt. Also ohne Witz, ich benutze die wirklich, wirklich oft. Deswegen sind die auch an allen Maschinen, wo irgendwie was geschliffen wird, liegen die Teile. Wenn ihr euch so ein Ding holt, würde ich mich extrem freuen. Das wird mir wirklich jetzt ohne Witz sehr, sehr helfen, wenn ihr mir tatsächlich einfach eine Bewertung schreibt. Das ist auch eigentlich schon ein bisschen Eigenwerbung, damit das Ganze hier läuft und damit ihr auch das Megaprojekt, was da hinten steht, dann auch irgendwann umgesetzt sehen könnt. Coole Teile, eigentlich ein Must-Have, wenn jemand irgendwie was schleift oder wenn du was schleifst. Mein selbstgebauter Schiebetisch. Das ist immer so witzig, in den Neuigkeiten so, ja, ich habe das fertig gebaut und dabei waren das irgendwie 10 Tage Arbeit oder so oder 7 Tage Arbeit. Jetzt kann man einfach so sagen, plupp, jetzt ist es fertig. Also ich zeige da mal kurz. Ich habe es schon vor ein paar Neuigkeiten angesprochen, dass es mir immer auf die Nerven gegangen ist, Schiebetische aus Holz für die Tischkreissäge selbst zu bauen, weil ich dann immer ein bisschen zu faul war. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt endlich, weil ich jetzt mehr Platz habe, einen richtigen Schiebetisch gebaut. Und der läuft hier auf einem Rundrohr mittels Ausleger hier an der Seite. Das bedeutet, das Ding hält richtig viel Gewicht aus. Und damit könnt ihr jetzt bis 1,25 Meter Zeug schneiden. So noch nicht. Ich zeig dir warum. Also hier haben wir einen Anschlag. Natürlich will ich nicht die ganze Zeit hier so 3 Meter Rohr am Weg haben. Deswegen habe ich für die meisten Arbeit das Ding einfach eingekürzt. Das bedeutet, so kann ich ungefähr 65 cm oder so in dem Dreh schneiden. Und wenn ich dann längere Dinge schneiden möchte, kann ich einfach hier diese Schraube fix rausschrauben. Ups. Dann habe ich mir hier ein Rohr gefertigt. Hier ist dann ein Rohr drin, das habe ich auf Passmaß gedreht. Wo ist das Gewinde? Das kann ich dann einfach hier reinschieben. Und jetzt habe ich halt ganz easy peasy ein
1,25 Meter in der Breite schneiden. Das heißt, diese großen Multiplex-Platten kann ich jetzt hier an meiner Tischkreissäge ablängen. Ja, es passt wirklich ganz genau, 1,25 Meter. Wenn ich das richtig benutze, werde ich hier wahrscheinlich eine Stütze unterstellen, weil es halt jetzt ein bisschen Flex hat. Aber das ist eigentlich wurscht, weil dort, wo der Schnitt ist, ist immer eine gute Auflagefläche. Hinten wabbelt es ein bisschen. Aber diese Ablenkschnitte, wenn ich so eine Platte ablenke, wird es wahrscheinlich eh nicht so mega genau wichtig sein, dass es sau genau ist. Aber ich habe jetzt eben die Möglichkeit. Ich baue jetzt erstmal wieder die Verlängerung ab. Das geht zum Glück super schnell. Und dann zeige ich dir ein paar Details von diesem Schiebetisch. Erstmal hier was zum Anschlag. Natürlich ist es wichtig, dass man den bei Bedarf demontieren kann. Und weil ich faul bin, habe ich es so gemacht, dass man quasi, das ist der Lack getrocknet, dass man quasi im fast montierten Zustand einfach abschrauben kann. Und das kann man halt eben abnehmen. Und der Anschlag ist halt eben nicht mehr montiert. Dann habe ich mir hier diese Teile gedreht, das ist aufgepresst. Das sind quasi die Anschläge, dass ich halt immer wieder 90 Grad habe. Das ist auch hier der Riesenvorteil, wenn das Ding mal nicht mehr in 90 Grad ist, dann kann ich es hier easy einstellen. Hier diese großen gerändelten Teile, das sind dann halt eben Spannratzen. Die kann ich jetzt hier wieder einsetzen. Einfach hier den Anschlag hier dran drücken. Und ich könnte theoretisch jetzt wieder 90 Grad Schnitte machen. Das ist auch durchaus genau tatsächlich. Hier seht ihr den Auslegerarm. Der fährt halt eben mit, dass das Gewicht hier immer drauf abgestützt ist. Hier ist einmal ein Kugellager, was das innenliegende Rohr nach oben drückt, weil wir ein bisschen Spiel haben. Hier haben wir noch ein Axialkugellager. Da ist dann halt auch eben das ganze Gewicht drauf, das kann man in der Höhe auch nochmal justieren. Hier haben wir ein Gewicht, damit das Ganze ruhig hier drauf läuft, denn das Ganze läuft nur auf der Bahn, das wird von unten nicht mehr gestützt. Aber das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und die Bewegung ist echt smooth. Ich bin wirklich mega, mega happy, was dieses Teil hier angeht. Es funktioniert sehr, sehr gut. Die Schnitte hier drauf werden 90 Grad. Ich habe eine schöne Ablagefläche und es läuft sehr, sehr spielfrei. Eben habt ihr das Gewicht gesehen. Das bedeutet, das Teil liegt hier nur auf. Aber es ist ein 25 Kilo Gewicht. Deswegen, da muss man schon ziemlich brachial arbeiten. Das ist halt eben, dass halt irgendwie was Unvorhergesehenes passiert. Mein selbstgebauter Schiebeschnitt kommt bald als Video natürlich. Jetzt kommen wir zum Thema Sägewerk, denn da hinten steht der Anhänger, den werde ich euch auch gleich zeigen. Ich habe euch in den letzten Neuigkeiten gefragt, was ihr davon haltet, wenn ich quasi ein Bilderpaket verkaufen würde. Und ich habe mir jetzt ein paar Gedanken nochmal dazu gemacht und ich weiß jetzt auch, wie ich es machen werde. Also, ich werde jetzt, heute, morgen, übermorgen, ein Bilderpaket anbieten, das es noch nicht gibt. Das ist einfach so gedacht, dass ich halt von dem Geld hier dieses Sägewerk besser finanzieren kann und dass ich auch noch so ein bisschen Luft zum Atmen habe. Wie gesagt, das Projekt hier wird relativ teuer sein, weil es halt sau viel Zeug ist, was ich einkaufen muss. Und ich will natürlich noch so ein bisschen Mehrwert bieten, dass man halt eben mit den Bildern besser ein Sägewerk selbst bauen kann. Das Bilderpaket wird jetzt 10 Euro kosten und die Bilder wird es halt natürlich erst geben, wenn das Sägewerk fertig ist. Das wird in etwa 2 bis 5 Monate dauern. Wenn ich das Sägewerk fertig habe, wird es die Bilder entweder gar nicht mehr geben oder teurer. Das bedeutet, jetzt hat man halt eben die Möglichkeit, das Ganze günstig zu erwerben. Man muss halt eben noch drauf warten. Schreib gerne deine Meinung, was du davon hältst, in die Kommentare. Mein Gedanke war es halt eben, ich habe jetzt schon wieder 20 Videos angeschaut von Spannmethoden, von bla 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 bla. Und es dauert halt saulang, bis ich da so wirklich die Ideen zusammengefunden habe, wie ich es halt hier besser umsetzen kann, dass er auch gut funktioniert. Und wenn du dir ein Sägewerk selbst bauen möchtest, hast du dann ganz, ganz viele Bilder, die dir dann halt eben besser zeigen, wie ich es umgesetzt habe. Es ist kein Bauplan, es sind reine Bilder von den einzelnen Bauelementen. Das werden dann bestimmt am Schluss 50 bis 150 Bilder sein von diesem Sägewerk. Jetzt zeige ich es dir aber mal. Da ist er, der Vorwahn, ein 750 Kilo Anhänger. Wenn ich weiß, was ein Vorwahner ist, ich zeige es dir mal kurz. Ah! Da oben drauf sind Pfeile und Kilometer Geschwindigkeitsanzeige. Kurz erklärt, für was das ist. Wenn ihr auf der Autobahn fährt und da ist eine Baustelle, da muss einmal 300 Meter und einmal 600 Meter irgendwie so in dem Dreh vorgewarnt werden, dass jetzt eine Baustelle kommt und sich halt eventuell die Fahrbahn auf eine Fahrbahn verjüngt. Auf die linke oder auf die rechte spielt in dem Fall keine Rolle. Das hier ist so ein Teil, was ihr auf der Autobahn gesehen habt. Ist relativ alt, mittlerweile sind die alle ein bisschen neuer.
Aber tatsächlich bin ich mit dem Dating sogar mal auf der Autobahn unterwegs gewesen und habe halt eben eine Baustelle vorher abgesichert. War ganz cool. Das war ein Auto mit 600.000 Kilometern, wo die Bremsen nicht gut funktioniert haben. War ganz witzig. So viel mal zur Geschichte vorher. Das ist der Vorwagen und jetzt zeige ich dir noch ein bisschen was im Detail. Natürlich kommt hier dieser ganze Kram runter. Das ist unten mit der Karosse verschraubt. Das ist auch ganz gut. Wie gesagt, das Teil hier kommt runter und dann habe ich halt eben den reinen Anhänger. Kurz was zu den Maßen. Der Anhänger ist außen auf die Kotflügel in etwa 1,70 Meter breit. Ich werde das Sägewerk dann etwa 1,60 Meter breit machen. Hinten die Ladefläche, also der reine Anhängerteil hinten inklusive der Transportbox ist in etwa 2 Meter lang. Das reicht natürlich nicht für das Sägewerk. Die Deichsel hier ist wirklich extrem lang. Wir haben hier auch noch eine Knickdeichsel. Das heißt, man könnte es theoretisch auch gut mit dem LKW transportieren, weil man halt das Ganze hier in der Höhe verstellen konnte. Von dem Anhänger, von den 2 Metern, die ich angesprochen habe, sind es bis hier in 1 Meter und dann nochmal 1 Meter bis zum Auto. Das Sägewerk wird wahrscheinlich so um etwa bis hier hinlaufen. Mir ist natürlich klar, dass ich hier nichts verschrauben und verbohren darf an dem tragenden Holmen hier. Das heißt, hier wird was von außen wahrscheinlich drauf gespannt. Aber wenn wir dann bis hierhin gehen, haben wir etwa 3 Meter und das reicht für das Sägewerk natürlich noch nicht. Kurze Information, ich will kein Sägewerk haben, mit dem ich 5 Meter lange Sachen schneiden kann, weil ich es dann sowieso auf 3 Meter kappen würde, um es hier in die Werkstatt zu bringen. Das bedeutet, die Länge, die Ziellänge, die ich damit schneiden werden möchte, oder die ich damit schneiden möchte, sind so 3,05 Meter. Das bedeutet, ich müsste nach hinten noch in etwa einen Meter rausschauen lassen, damit ich halt eben, genau, eine Führungsbahn, halt eben eine lang genug Führungsbahn habe. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze schraubbar machen, dass man halt eben die Verlängerung hinten dann irgendwie reinstecken kann oder halt eben starr machen. Genau deswegen fahre ich heute noch zum TÜV und da werde ich mal mich ein bisschen mit dem unterhalten, weil mir haben schon einige Leute was geschrieben, dass man nur bis 100 Kilometer dann irgendwie was transportieren darf oder ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und weil ich einmal richtig Infos haben will, werde ich einfach zum TÜV fahren. Dem kann ich alle meine Fragen stellen und das sind nämlich schon ein paar. Das sind jetzt erstmal so ein paar Gedanken gewesen. Was ein großes Thema natürlich ist, ist halt eben mit der Zuladung. Wenn das Teil, was ich da drauf mache, als Zuladung gilt, dann ist halt die nächste Frage, hey, wie sieht es hier aus mit den Blinkern? Weil beim normalen Anhänger, wenn man beim normalen Anhänger was rausschauen lässt, dann muss man ja auch nicht die Länge irgendwie verändern und die Eintragung abändern, weil es ja auch Zuladung ist. Genau. Ich bin gespannt, es wird auf jeden Fall ein massives Projekt. Ich werde erstmal die komplette Karosse so ein bisschen schick machen und auch nochmal neu lackieren. Also es soll auch wirklich ein schönes Sägewerk werden, mit dem man auch wirklich Freude hat, dann das Ganze zu benutzen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr jetzt schon zu meinen Kommentaren hier, was den TÜV und so weiter und so fort angeht, was ihr dazu in die Kommentare schreibt. Es gibt ganz, ganz strange Kommentare teilweise auf YouTube. Vielleicht darf ich ja damit dann in Zukunft auch nur noch rückwärts fahren oder so, keine Ahnung. Ich bin wirklich gespannt, weil das hier ist auch wirklich so ein Projekt, das kann man nicht einfach so bauen, weil man sich dann auch wirklich an deutsches Recht halten muss, wenn man das Fahrzeug dann auf einer Straße, auf einer öffentlichen Straße fährt. Ist ja auch okay, ne? Also ist ja auch okay, wenn man das Ganze dann eintragen muss. Aber das wird schon cool, das wird schon cool. Das ist dann nicht nur die Komponente, dass das Sägewerk gerade schneidet, dass das Ganze auch gut performt, sondern auch die Komponente, dass das Ganze legal ist so. Weil mein Vater hat mir immer gesagt, Philipp, guck, dass du das richtig machst, weil wenn der in der Rind prasseln tut, dann ist halt sauscheiße, wenn du da irgendwas gemurkst hast und man dann halt danach schaut. Es ist immer gut, solange nichts passiert. Wenn dann halt was passiert, ist vielleicht ganz gut, wenn man im Vorhinein so ein bisschen mal geguckt hat. Und jetzt auch hier mal der kleine Saarländische. Weil ich halt natürlich nicht möchte, dass mir in der Zwischenzeit langweilig wird, seht auch hier so ein kleines Projekt, an dem ich jetzt gerade noch arbeite. Ich zeig's dir mal. Das ist eine 120 Jahre alte Bandsägeblatt-Schärfmaschine. Da arbeite ich gerade dran an einem Gestell, da werde ich die nochmal ein bisschen hübsch machen. Also das zeige ich dann halt eben auf Instagram, nochmal zu dem Thema gesprochen. Ja, das soll es für die heutigen Neuigkeiten gewesen sein. Ihr merkt, ich bin richtig voller Vorfreude mit diesem Projekt. Das wird eine technische Herausforderung und wenn es mal fertig ist, kann ich sagen, das habe ich gut gemacht, wenn es funktioniert. Das ist wirklich so ein Projekt. Also ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Diese Woche kommen übrigens 2 Videos auf meinem Kanal. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das üben wir noch ein bisschen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bye, bye.